Die IO 9 von Oral-B solltest du nicht kaufen. Warum? Das verrate ich in 10 Sekunden. Die Oral-B IO ist generell eine sehr gute Zahnbürste. Magnettechnologie, Farbdisplay, verschiedene Putzmodi, Akku hält 10 Tage, Andruckkontrolle und eine eigene App. Warum sollte man sie also nicht kaufen? Weil das Vorgängermodell, die Oral-B IO 8, nahezu identisch ist, allerdings deutlich günstiger. Die 8er hat lediglich ein Putzprogramm weniger und statt des Ladeetuis für Reisen ein Stoffetui. Man kann aber auch einfach die ganz normale Ladestation mitnehmen, die ist nämlich sowieso viel kleiner. Mir persönlich wäre es den deutlichen Aufpreis nicht wert. Den Link zum günstigeren Vorgängermodell findest du direkt in meinem Profil.